Tim und Struppi, on a marché sur la Lune. Also, ich muss sagen, das war der erste Kontakt mit dieser Idee, im Weltraum zu gehen. Und Tim und Struppi, 54, ich war 10 Jahre alt und dann einige Jahre später Sputnik 1. Dann ist es weitergegangen, ziemlich rasch. Also, Gagarin war einige Jahre später in 61, aber das war auch eine enorm große Stufe in meine Leidenschaft. Nicht nur können wir Satelliten in die Umlaufbahn bringen, aber Menschen. Das Apollo-Programm war natürlich ein sehr großer Faktor. Meine Eltern hatten keinen Fernsehen, aber meine Tante hatte das und wir sind da gegangen, die ganze Familie, und wir waren da die ganze Nacht. Also das war fast unmöglich. Also passiert das wirklich? Ich war sehr beeindruckt. Ja. Ich wusste auch, dass es ein Experiment gab auf der Oberfläche des Mondes, die von der Bern-Universität gekommen ist, Johannes Geiss. Also die Berner hatten gute Gründe, stolz zu sein, und als Schweizer war ich auch ein wenig stolz. Ja. Und dann habe ich Physik studiert in Lausanne und später Astrophysik in Genf, und ich hatte auch Leidenschaft für Flugzeuge, und ich habe meine Studien gestoppt während 2 Jahren, dann bin ich Militärpilot geworden. Dann gab es diese zwei Leidenschaften, die wirklich waren für mich. Raumfahrt war einfach ein Traum, aber ein unmöglicher Traum für einen Schweizer. Das war, sagen wir, während der Apollo-Programm. Es ist nur ab 1975, dass man gehört hat, ja, also mit der Space Shuttle werden die Europäer eingeladen, dabei zu sein, mit dem Space Lab-Programm und auch mit Astronauten. Dann Klick, ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ja. Meine Tätigkeit als Astrophysiker während einiger Jahren und die Fliegerei, das war wirklich eine gute Kombination, insbesondere als der Space Shuttle war schlussendlich eine Raumfähre mit Flügel. Das hatte etwas zu tun mit Flugzeugen auch. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt durch das Shuttle-Programm und wollte das sicher probieren. Und 1978 dann wurden die drei gewählt, Ulf Merbold, Wubbo Ockels und ich. Das war der Anfang für eine neue Karriere, eine fantastische Karriere. In 92 der erste Flug und dann bang, 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 3 weitere Flüge innerhalb 8 Jahre. Das war schön. Ich hatte sehr viel Enthusiasmus dafür, insbesondere für Hubble. Und während der ersten 3,5 Jahren zwischen seiner Installierung in die Umlaufbahn im April 1990 bis der erste Besuch, und ich war dabei, Ende 93 war das Teleskop nicht sehr brauchbar, die Bilder waren unscharf. Und dass ich diese Gelegenheit hatte, den Hubble zu besuchen und insbesondere zu reparieren und gute Sicht zu bringen wieder, das war für mich das war meine beste Mission. Und dann bei der dritten Flug hatte man Probleme mit Kreiseln. Und der Hauptcomputer musste ausgewechselt werden, wie Gehirnchirurgie, kann man sagen. Das war auch wichtig. Aber wenn ich auf Hubble arbeitete, obwohl das war in Weltraumspaziergang technische Arbeit mit Werkzeugen und Händen, ich habe immer gedacht an die Bilder. Ich kann mich erinnern, wenn ich für das erste Mal Hubble berührt habe mit meinen Handschuhen, auf der Handrail, eine gelbe Handrail im unteren Teil von Hubble, habe ich etwas gespürt in mich. Sehr stark sogar. Also meine ganze Tätigkeit als Astronaut war ich immer auch ein Wissenschaftler, obwohl sehr oft das war technische Arbeit. Also während meiner ganzen Zeit als Astronaut, wenn ich in Houston war, habe ich immer alle Missionen, die etwas zu tun hatten mit der Astrophysik, insbesondere die unbemannte Mission Sonnensystem, habe ich gefolgt. Und in allen Universitäten in der Schweiz war wahrscheinlich Universität Bern diejenige, die wirklich dabei war bei vielen Missionen, insbesondere unbemannte Missionen in dem Sonnensystem, also Kenntnis des Sonnensystems. Das ist ein Teil der Astrophysik schlussendlich. Und in Bern gibt es diese Tradition, nicht nur dabei zu sein, aber dabei zu sein mit erster Klasse Instrumente und Talent und Leidenschaft. Wir haben viel erreicht dank Sonden und Roboter im Sonnensystem und sehr oft mit Beteiligung von Bern.
Ich würde sehr viel Interesse haben über Himmelskörper im Sonnensystem, die beyond Pluto sind. Zum Beispiel, man hat sehr komische Objekte gefunden, da sie sehr weit sind und sehr kalt sind. Ich glaube, mehr Kenntnis über die Kuiperbelt und Oortcloud, das wäre fantastisch. Und ich wünsche, dass bald auch Bern dabei ist, beyond Pluto.